10 Euro oder Adventure Box? Adventure Box. Warum? Na, weil die geil ist. Da müssen coole Sachen drin sein. Hätte ich die mal leer gemacht. Ich bin auf 10 Euro nicht angewiesen. Ja. Mhm. Ey, geil. Echt? Das sind für die Schuhe. Gamaschen. Gamaschen. Die hast du dir doch immer gewünscht. Immer. Da sind ja 5 Euro drin. Nee. Da ist noch Geld drin. Yeah. Nee, da freut mich wirklich jetzt. Da. Fünfmal auch noch? So, der freut mich jetzt aber wirklich. Und ein Zehner nicht. Nee, den hast du ja nicht genommen. Den hab ich nicht genommen. Ey, Sonic, wenn du mir die jetzt wirklich schenkst, ist das schon sehr geil. Ja, die schenke ich dir. Die habe ich doch für dich gekauft im Decathlon. Im Sommer, das sind Sommergamaschen und da kriegst du keine Zecken mehr. Kick mal, cool. Ja. Alex muss sich wieder in den Mittelpunkt drücken. Weil ich schöne Knieschoner habe von der Firma Alta, hat mir nämlich der Preußensohn empfohlen. Der hat nämlich den grün, ich habe mir den schwarz geholt. Die sind cool. Ja. Das ist schön, da freue ich mich. Dass meine Knie nicht... Das, was in meiner Hand ist oder die Adventure Box? Wie, jetzt ist noch was drin? Was willst du? Wie, Adventure Box? Da nehme ich natürlich die Überraschung in der Adventure Box. Da ist noch was drin, ja? Was ist da drin? Nichts. Das ist nichts. Ist doch leer. Hast du doch gesehen. Das ist auch drin. Das ist auch nichts drin. Geil. Der liebe Sonic hat echt mir eine Überraschung bereitet und hat mir Gamaschen geschenkt. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, Sonic. Ja. Und die sind echt gut für den Sommer, damit die Zecken nicht die Beine hochkrabbeln. So, das muss wahrscheinlich auch irgendwie rum. Das muss unter den Schuh lang. Ach so, siehst du, ich habe... Und oben wieder ran. Jetzt verstehe ich das erstmal. Ich habe das wirklich noch nicht verstanden, wie das geht. Das ist ja cool. Ich fand das immer cool, wenn du die Gamaschen anhattest. Ich fand das wirklich gut. Und jetzt hast du hier noch so einen Haken und der kommt hier unten drin in den Schnürsenkel. Da. Ach, Tatsache. Nein, nehmen wir mal den, das reicht, Logik. Kannst du auch machen. Genau. Cool. Und dann so, kommt jetzt es noch da drin. Das muss hier durch. Geil. Und jetzt den anderen. Ey, richtig cool. Wirklich cool. Freue ich mich sehr. Na, ich habe schon 2 Paar davon. Naja, wie gesagt, ich habe das ja mal an die gesehen und ich fand das einfach optisch auch schon cool. Ich habe die wieder im Decathlon entdeckt und da habe ich mir gedacht, da bringt ja mal ein paar mit. Dass das sowieso Sinn macht, war mir klar. Warte mal, das muss runter. So, glaube ich. So. Genau. Achso, jetzt wird das von außen verschlossen. Wo ist der Reißverschluss? Warte. Hier ist er. Richtig zumachen. Sehr gut. Warte mal, so. Das muss nach innen. So, genau. So. Ach, der Reißverschluss ist vorne quasi. Genau. Okay, gut. Mal her. Und das ist halt immer ein bisschen umständlich, die erstmal anzuziehen, aber ich sag dir, wenn du eh mal mit Gamaschen gesondelt hast, vor allem auch im Sommer, willst du nicht mehr ohne. Und wie gesagt, ich bin ja allein schon der Meinung, dass es allein optisch schon cool aussieht, ja? Dass es natürlich Staub und Regen und so weiter abhält, also vor allem Sand und so weiter. Naja, ne? Darum geht's ja, denke ich mal. Ne? Es geht nur um den Zweck, also mir geht's ja jetzt nicht ums Aussehen. Was ist denn der Zweck? Sag mal. Der Zweck ist, dass dir keine Zecken mehr die Beine hochkrabbeln. Ich schwöre dir, im Sommer habe ich 90% weniger Zecken. Okay. Ich habe die Dinger angehabt in Wäldern, wo ich immer Zecken hatte. Und seit ich die anhatte, gar keine mehr. Und ich sage euch jetzt was, das ist ein kleines Geheimnis. Der Preußensonder hatte schon mal eine Zecke und das ist wirklich ehrlich, war im Genitalbereich. Wirklich. Ehrlich. Ich auch. Es ist, wie es ist. Jetzt können wir das alle sagen. Möchte aber auch noch gerne was dazu sagen. Na, dann mach mal. Zu der ganzen Sache. Das wollen wir aber nicht. Das würdest du jetzt hier auch wieder. Erstmal möchte ich dich beglückwünschen, Sonic. Und zwar zu 14.000 Abonnenten. Du hast jetzt heute 14.000 Abonnenten an diesem Tag, wo wir sondeln gehen. Heute ist der 31.3. Was wird der 30.3.? Nee, heute ist der 31. Heute ist der 31.3., genau. Und der Sonic hat mir natürlich auch schöne Sachen mitgebracht. Was habe ich dir denn mitgebracht? Ja. Nichts habe ich dir mitgebracht. Die One-Shilling-Münze hat er mir hier sauber gemacht und ins Coinpad gepackt. Das Video dazu seht ihr. Ich habe mein Telefon gerade nebenbei. Aber wisst ihr was? Jetzt sehen wir Sonne. Jetzt sehen wir hier in diesen schönen Wald und schauen mal, was hier so liegt. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber wir sind jetzt schon seit über 4 Stunden unterwegs. Vor über 4 Stunden haben wir angefangen. Da war noch ein bisschen hell draußen. Und
Wir haben nichts gefunden, außer ein Reichspfennig. Und jetzt kam der erste interessante Wertungsfund, außer den ein Reichspfennig. Und das ist von einer Taschenuhr hinten. Ja, der Deckel. Konnte jetzt keinen Stempel erkennen. Inzwischen hat es angefangen zu regnen. Naja, wir sind auf jeden Fall alle noch unterwegs und schauen, ob noch was kommt. Nachttopf. Im besten Fall. Sieht schon so aus, ne? Ja, ich denke, er hat seine beste Zeit hinter sich. Ansonsten noch schick machen und in die Vitrine, ne? Auf jeden Fall. Also aufpolieren, ganz klarer Fall. Ja. Und auf jeden Fall in die Vitrine. Wie machst du das mit dem Aufpolieren? Mit dem Polieraufsatz, oder? Nee, also zuerst kommt das in, wie heißt das Wasser? Nicht steriles Wasser, ist Quatsch. Destilliertes Wasser. Destilliertes Wasser für ein Jahr ungefähr. Mhm. Und dann mit einer ganz weichen Bürste. Aber Sonic, das ist wichtig, mit einer weichen Bürste. Mhm. Ganz vorsichtig abreiben, damit dieses Fundobjekt nicht zerstört wird. Und ich finde, das ist es wert. Okay? Ja. Können wir uns darauf einigen? Das machen wir so. Okay. Und mach's bitte in deinen Rucksack rein. Na klar, natürlich. Für die Fundtasche reicht es ja leider nicht. Aber das war auch wert, dass die Kamera nass wird und alles. Absolut, absolut. Es ist was Besonderes. Es ist wirklich was Besonderes. Man kann auch innen drin die Emaillierung noch sehen. Ja. Man kann aber auch sagen, und weg. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, was du zu der Schwierigkeit sagst. Naja, leicht bis gar nicht mal so schwer. Echten Fund ich habe einen echten Fund gemacht. Mhm. Ui. Das ist die Rückseite von einer Taschenuhr. Ja. Das leider ist ja kein Silber. Versilbert vielleicht? Versilbert. Aber kam auch mit einem ganz schlechten Leitwert drin. Nee, Silber ist es nicht. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ein kleiner Fund. Ja, na, ist doch gut. Machen dann Feierabend, tschüss. Wir machen jetzt wirklich nicht mehr lange. Was? Halbe Stunde noch? Bis das Gold kommt. Bis das Gold kommt, okay. Naja, dann geht's auf einem anderen Tag weiter. Ey, der Wald ist sowas von sauber. Ich hasse so einen sauberen Wald, ey. Ja? Wenn das so sauber ist wie hier, ist das zum Kotzen. Ich hab jetzt 4 Mal gebuddelt die ganze Zeit. Es ist so sauber, aber auch so dreckig. Schmottrig. Na, hast du... Na, wegen dem Regen jetzt, meinst ja. du? Ja, gut. Also ich habe jetzt hier diesen Fund gemacht. Es ist ein kleiner Knopf. Der Prinz Herzog von Preußen. Ich weiß nicht, was für ein Knopf das ist. Könnte militärisch sein, von einer Mütze oder so. Oder einfach ein ziviler Knopf. Aber ich bin ja nicht allein unterwegs. Mit Sondler haben auch schon was gefunden. Dieses Objekt ist auch sehr interessant, scheint etwas älter zu sein, könnte von einer Schnalle sein, was dazugehört, oder einfach eine alte Schnalle. Habe ich aber so noch nie gesehen. Wenn ihr eine Ahnung habt, was das ist, könnt ihr das ja in die Kommentare schreiben. Und dann kam gerade noch eine Münze. Kann man aber ganz schlecht erkennen, was das ist. Steht irgendwas mit einem Taler drauf oder 15 Pfennig, Finning, einen Taler, also ganz alt. Vielleicht kann man es auf der Kamera ein bisschen erkennen. Auch leider schon sehr kaputt, aber schon mal interessante Funde dabei. Und diese größere Schnalle, hier Alex, halt mal die Kamera. Genau so eine alte Schnalle habe ich letztens auch gefunden. Eine Dreidornschnalle. Ist das scharf? Ist scharf, ja. Bist du dir sicher? Ja. Steht da hier was drauf? Nee, da steht nicht drauf. Die ist auf jeden Fall handgefertigt und auch schon ein bisschen älter. Ich denke mal so 1700, 1600 und so. Kann man auch einfach mit Wasser nur reinigen und dann konservieren und dann kommt auch die Patina wieder schön raus. Die kannst du wirklich wieder machen, wa? Ja, braucht man auch nicht unbedingt. So, der Alexander hat ein Nummernschild gefunden vom Auto. Ja, Berliner Kennzeichen, Trennung Anton Emil 3517. Der TÜV ist abgelaufen im März 04.
Da ist noch das Berliner Hoheitswappen drauf. Das haben sie hier mit Rahmen gleich in den Wald geschmissen. Wahrscheinlich geklaut. Ja. Was rufen die da? Haben die was gefunden? Irgendwas haben die, glaube ich. Ja. Geh mal hingucken. Bei der Schatzsuche mit dem Metalldetektor einen wunderschönen Knopf entdeckt. Den mag ich auch sauber. Nein, zeige ihn. Jetzt kann man ihn sehr schön sehen. Ja, da kann man also den Anker drauf sehen. Vielleicht ist da noch der Hersteller zu erkennen, aber der ist ja hinten so eingewurschtelt. Ja, der ist einfach nur dreckig hin. Ja, die Öse ist noch dran. Meinst du nicht, du könntest den direkt da rauspulen? Ich habe jetzt gerade eine Spule dabei. Damit wir auch den Zuschauern den Hersteller zeigen können. Ich versuche ja schon mein Bestes. Weil der ein oder andere Zuschauer möchte diesen Hersteller sehen. Der weiß genau, wo der herkommt. Warte mal, ich versuche ja schon alles mein Bestes zu geben. Da steht auch extra fein Berlin drin in dem Knopf. Weißt du was, ich gebe dir mal meine Bürste. Du hast so eine Prothesenbürste dabei, oder? Das ist eine neue Bürste. Die ist ein bisschen härter, ja. So, wie man sieht, ist der Holiprojekt der Knopf. Da sieht man also keinen Hersteller. Aber der... Oh ja. Was? Oh ja. Oh ja. Oh oh. Warten. Oh oh. Ui, 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 ui. Da muss man doch den Hersteller sehen. Nee, da ist doch kein Hersteller. Mann, ui, ui, ui. Na gut. Ein sehr schöner Marineknopf, den der Alex da gefunden hat. Was ist denn jetzt los hier? Das regnet zu doll. Meine Kamera, die wird verrückt. Wer kommt denn da angeschlichen? Der Knopf gehörte mal einem Marinesoldat. Das ist ein sehr schöner Knopf. Ja. So kann man auch sehr schön durch die Schattierung erkennen, was das ist. Und was hast du? Ein Ring. Ein sehr schöner Ring. Ja, was ist das für ein Ring, wa? Merkwürdig. Sag doch mal was. Ein Anhängerring. Na gut, hier. Wir vermuten es. Ja, ja. Wir können nicht bestätigen. Da war eine Schlaufe dran. Auf jeden Fall ein sehr schöner Knopf, dem mal ein Marinesoldat gehört hatte, den er an seiner Uniform trug. Und jetzt trugst du ihn. Ja. Und jetzt trägst du ihn. Jetzt trage ich ihn. Jetzt tue ich ihn tragen tun. Richtig. Tu ihn in deine Tasche stecken tun. Ich wollte mal kurz gucken, ob ich da vielleicht auch was sehen kann. Nee, da sieht man nichts. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön, dass die Öse hier noch erhalten ist. Irgendwann werde ich mal meine ganzen Knöpfe nehmen und werde mir ein Hemd nehmen und werde mir die überall annehmen. Ich leg mal hier oben drin, packen in die Tasche. Weil... Geil! Sonic! Jawohl! Wieso nee. Groß? Das kennst du doch. Oh. Nee. Geil! Das sind ja. Das sind preußische. Ja. Das sind 5 Reichsmark, ja. Licht! Ist das geil, so. Ey. Endlich, hab ich, endlich hat Alex damit. Auch mal eine. Endlich hab ich mal so eine richtig geile dicke Münze gefunden, ja. 5 Deutsches Reich, 1875, 5 Mark. Ja. Und die hat so ein Signal gemacht wie diese ollen na, Tomatentokedosen und so. Deutscher Kaiser, König Wilhelm. Deutscher Kaiser, König Preußen. Mensch, ist das geil. Kick dir mal den dicken Preußenadler an. Tja, Preußensonder, das wäre dein Preis gewesen, siehst du? Oh, ich will das da wegmachen, aber man soll nicht da rumreiben. Hast du hier Wasser irgendwie da? Ja, liegt hier. Ah. So, den mal wegspringen, den. Ist das ein schönes Stück, ey. Das ist ein richtig schönes Stück. Und hier hat man so eine leicht grüne, nee, sogar richtig braune Patina, siehst du das? Hm. Die musste einfach nur mit Wasser. Ich würd die nur Wasser abspülen und dann im Fundzustand so lassen. Ja. Die ist nicht kaputt, ich hab's nicht getroffen. Geil. Die ist einzigartig. Kick dir mal den Preußensonderadler an. Ja, das stimmt. Einzigartiges Stück Geschichte. Hier, pack die in Coinspad. Ja. Ins Coinpad drin. Geil. Ich freue mich, ey. Ist das geil. Ja, ich hab Alex schon schreien gehört aus der Ferne, ey. Ja. Die müssen wir weitersuchen.
Ja, Alex, jetzt ich rufe ein paar Mal 10 Meter. Alles klar. Viel Spaß. So, und jetzt bitte aufnehmen. Aber da kannst du ja nichts mehr mitmachen. Wenn das einen besseren Zustand gehabt hätte, hätte ich es ziehen lassen. Trotzdem müssen wir. Warum? Geil Foto machen. Komm, ey.